Hakuna Matata, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Re:Legend. Es ist soweit. Ja, hoffentlich kommen wir zum letzten, beziehungsweise vorerst letzten Mal, dass wir unsere Ausrüstung verbessern müssen. Wir hatten das letzte Mal das Problem, dass wir das Wilkerblatt bzw. die Wilkerwurzeln nicht gefunden haben. Und ich probiere es jetzt nochmal über die Wolkenschlucht. Ich glaube, da waren wir aber schon. Wir wollten mal zum Goblin-Lager schauen. Ne, da waren wir schon. Im Versteck der Goblins kamen wir ja auch. Wir hätten noch den Tiefwald da unten. Der Wilkerhain. Da müssen wir hin. Die Frage ist nur, wie? Ah, wie gehen wir da lang? Nee, sind da lebendige. Nee, da kommen wir nicht weiter. Also muss es irgendwie hier durchgehen, irgendwie durch die Pampa. Ich weiß, warum ich nie da war, weil ich halt keine Ahnung, ob ich hinkomme. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich komme da nicht hin, weil... Ja? Ja? Nein? Ja? Oh, gut. Wir müssen dahin. Da ist der Trimahain. Aber wo geht's denn dann? Diese Karte ist einfach so umständlich anzuschauen, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Pilzpfad, Pilzkamm, Waldpfad. Ne, hier ist es nicht. Gehen wir mal in den Wilkerhain, vom Wilkerhain, vom Trimahain, in die mystische Schneider. Nee, da kommen wir nicht rein. Okay. Da ist diese andere Höhle. Ich glaube, in der Höhle ist es auch eine Sackgasse. Ich glaube, von hier kommt man auch nicht nach da oben. Versunkener Abgrund. Ja, und dann ist da ja wahrscheinlich die Sackgasse. Jo. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich meine, ich sehe es auf der Karte, aber das bringt uns nicht so viel. Wir könnten halt höchstens alles ablaufen quasi und irgendwo hoffen. Ja, das ist der Nahrungsfels, da sind die Hirsche. Da ist jetzt
10 Stunden. Und man. Ich weiß halt auch nicht, ob man von hier, aber hier ist eigentlich auch eine Sackgasse. Nö, hier geht's nur zum Langhaus. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt vom Spiel. Aber ich weiß, dass es hier auch eine Sackgasse ist. Deswegen, hoch ist mich da. Es muss ja dann irgendwo vom Echoton aus. Vom Echoton. Von. Ja, doch eigentlich irgendwo von hier. Dass ich da aber auch noch nie war. Oder muss ich dafür irgendwas freischalten? Ja, wir speichern erstmal. Ich sehe, dass da oben eine Etage ist, ne? Aber ich komme da nicht. Kann ich die Sachen verschieben oder so? Kann ich die irgendwo anders platzieren? Na, ich wollte nicht wieder rein. Aber das hier beenden. Nee, das, da passiert nichts. Cool. Ich überlege gerade, ob man vielleicht doch von dem Boss irgendwie dahin. Aber. Alles? Ach ja, muss ja absteigen. Ist hier irgendwo einer meiner Fische? Ja. Ich würde sagen, gut, dann schauen wir mal einfach beim Boss vorbei. Weil irgendwo muss es ja sein. Aber vielleicht sind die auch neu dazugekommen und die gab es halt noch gar nicht, bevor die Beta quasi. Ich habe noch nie so viele Blitze auf einem Haufen gesehen. Und irgendwie bin ich auch falsch abgebogen oder so. Oder hab mich. Nee, ich habe mich zum falschen Ding geportet. Hier, genau, der vergessene Pfad. Dann kommt der Final Stage quasi. Oh, der da unten geht's zum Wilker hin. Oh.
Hahaha. Ich hätte wissen müssen, dass es dieser blöde Boss ist. Ich hätte es einfach wissen müssen. Aber der Name hat mir jetzt überhaupt nichts gesagt. Der hält aber viel aus. Wilkerwurzel, Wilkerblatt. Ah, oh, jeweils eins. Und ich brauche davon 4 und 2. Na, das wird was. Warte mal, wie der spawnt nicht. Oder muss ich die ganze Area verlassen? Also quasi auch den bossmäßigen Teil. Aber eigentlich habe ich den Boss ja schon mal besiegt. Weil der hat ja quasi unsere Story geendet. Also müsste ich ihn doch irgendwo hier haben. Jetzt habe ich ihn da. Okay. Habe ich den anderen Boss? Oder habe ich den nicht? Ne, den habe ich auch nicht mehr. Spawnt der nur daily? Also, in-game daily? Ist ja hässlich. Finde ich nicht okay. Ah, Manu. Ja, dann. Dann gehen wir halt den anderen machen. Damit wir den wenigstens auch haben. Kann ich ja zum Glück großmäßig durchlaufen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Irgendwie eine dritte Stufe oder so haben. So, dann hier rein. Dann hier rein. Und dann sind wir beim Boss. Irgendwie ist der kleiner, als ich ihn in Erinnerung habe. War der schon immer so klein? Oder es gibt davon auch einfach jetzt drei Dinger. Man muss dann hoffen, dass man den richtigen kriegt. Ja gut, da wir sonst nichts anderes zu tun haben, leveln wir doch einfach ein bisschen unsere Charaktere. Eigentlich hätte ich auch gerne den Fisch. Aber ich glaube, selbst wenn ich den Fisch habe, dann kann. Oh, bin ich nicht hingegangen. Ah, hier habe ich meinen ersten Rochen gekriegt. Das ist auch gut, da können wir auch hoch. Können wir auch gleich ein paar Fische für die Pinguine fangen. Ein bisschen Freundesbonus sammeln. Ja, ich nehme auch einen großen. Habe ich nichts mit, also ja, behalten wir. Ich nehme auch einen kleinen Fisch.
der vielleicht nicht so viel wert ist. Ich glaube, das ist relativ egal, was man für einen Fisch hat. Nehme ich auch. Die Fische mögen mich. Kriegt man hier unten irgendwie nur den Rochen? Falls man den bei nach der Quest einfach aus Versehen weggeschmissen hat? Ist ja nicht so, als dass mir das jemals passiert wäre. Ja. Okay, ich habe das Gefühl, man kriegt wirklich nur den Rochen. Ja gut, dann lass uns nach Hause gehen. Lass uns mit den Dorfbewohnern quatschen. Und irgendwas anderes machen. geradeaus runter. Ich glaube, leveln würde ich dann einfach im Wüstengebiet. Dann machen wir täglich quasi die Bossmonster. Ja. Das ist ja kacke. Sag doch immer hallo. Wir können noch schauen, ob die Dame vielleicht da ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gut ist. Tischler, Holzfäller. Holzfäller geht gar nicht. Schmiede geht auch nicht. Wir haben die Wahl zwischen Bergarbeiterhütte, Tischler, Holzfäller und Gegenstandshop. Würde ich für Gegenstand gehen. Das sind dann, oh Gott, 100 Seaworlds, 50 Silkas, 50 Steine und 20 Silber. Ach ja. Da hat man eine gute Zeit zu grinden. So, wo sind jetzt die blöden Pinguine? Oder ob man auch dem einen Dude einen geben kann? Hier ist es ja. Perfekt. Wir haben uns beliebt gemacht. Oder so. Ich glaube, den Rest verkaufe ich einfach. Steht irgendwas an? Ja, morgen ist dieses komische Lichterfest.
ich da noch keinen Brief gekriegt habe. Event, Sommershow. Nö, nix. Ich finde es aber blöd, dass das Bett jetzt hier steht. Muss man doch irgendwie. Kann ich da. Nee, kann ich nicht. Ah, 35. Ich habe hier, glaube ich, noch gebratenes Fleisch. So. Ein bisschen kochen kann ich. Glaube ich. Kann ich nicht einfach so machen? Haha! Ich weiß, dass es auch nach hinten losgehen kann. Ja, da habe ich so viel Zeugs, was ich gar nicht machen kann. Die Sachen liegen größtenteils irgendwie in meiner Kiste. Sieht schon hübsch aus so, also. Das sind leckere Fischdonuts. Frittierte Schnitzel mit zerkleinerter Frostmel. Gekühlt mit zerkleinerten Rosé. Ja. Oh, Suppe aus gekochtem Fisch und Prunaten. Serviert in einem ausgehöhlten Laib Brot. Weiß, dass es physikalisch nicht funktioniert, aber egal. Das Spiel sagt, es funktioniert. So, machen wir das Essen da rein. Die Sachen kommen auch da rein. Die kann ich verkaufen. Und die Sachen kommen auch da rein. Ja, das kommt auch da rein. Dann legen wir uns einmal schlafen. Bis ich irgendwann rausfinde, wie das Ding funktioniert. Wir speichern einmal, falls was schief geht. Oh ja, jetzt habe ich was bekommen. Hallo Liebling! Gibt es etwas Schöneres als Sterne am Himmel oder eine flüchtige Flamme, die hinter gefärbtem Papier tänzelt? Vielleicht mich. Aber es wäre unfair, wenn ich an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen würde. Heute halten wir unser Laternenfest ab. Die ganze Stadt wird schon von wunderschönen Laternen erfüllt sein. Wenn man den Legenden Glauben schenkt, werden alle Wünsche, die in der Laternennacht ausgesprochen werden, in Erfüllung gehen. Komm zwischen 18 und 22 Uhr zum Bockerstrand, wenn du Interesse hast. Hugo. Ja, Hugo. Wenn du an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen würdest, hätten wir alle verloren. Hochhaus. Ja. Ja. Definitiv. Kann ich nur sagen, ja. Also... den falschen Knopf gedrückt.
Rochen. Okay, die sind aber alle noch klein. Ja. Das heißt, wir gehen wieder zu unserem wunderschönen Boss. Den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden kann, weil er nur einmal pro Tag spawnt. Oder vielleicht muss ich die Insel auch komplett verlassen. Oder ich habe ihn vorhin einfach nicht gesehen. War ich so blind? Wir gucken gleich nochmal. Wenn er wirklich über da hinten steht, wäre es ja kein Problem. Gibt aber auch überhaupt nicht so gut RP, habe ich das Gefühl. Okay, wir gehen nochmal zurück. Nee, der ist wirklich nicht da. Okay. Probieren wir es mal mit Insel verlassen. Auch wenn wir jetzt eins machen könnten. Nehmen wir einfach den Boss mit und dann gehen wir wieder zum anderen und gucken nach. Ach Gott, das zieht sich so lang. Manu. Aber es ist gut zu wissen, weil jeder, der jetzt noch nicht an diesem Punkt ist und das mitbekommt, dass das Ding nur in-game daily spawnt. Weiß also, dass er den einfach dann abfarmen muss, schon mal vorher. Oder wenn er halt eben auf der Insel ist. Was ist das? Holzblock von einem Stapelerbaum? Nee. Hier. Eine leuchtende Kugel. Keinerlei Ahnung. Ach, gehen wir zurück und schauen, ob das funktioniert mit dem Insel verlassen. Ich vermute mal nicht, aber man kann es probieren. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir eben schon mal. Ich glaube, einen Teil können wir machen. Dann machen wir eben das schon mal und dann die anderen beiden müssen wir dann einfach das nächste Mal fertigstellen. Ich denke, ich gehe das in der Zwischenzeit dann ein bisschen hin und her farmen. Wenn ich dann sowieso ein paar Blöcke Holz absäbel. Ne, das ist wirklich nur der. Ah, ist ja ekelhaft. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Farm.
Und machen unser eines Werkzeug, welches wir machen können. Und dann schauen wir mal. Ich denke, das Event werde ich dann auch auf das nächste Mal ziehen. Also wir könnten das machen. Wir könnten jetzt das hier machen. Ah. Also entweder das oder das. Ich nehme die Spitzhacke. Das andere ist eben Lager, um zu viel zu laufen. Und dann können wir sogar gleich noch das andere mit hinterher. Ja, die Hacke ist. Okay, dann gehen wir halt eben doch in unser Häuschen. Und dann verkaufen wir gleich mal den Rest noch, damit wir das nächste Mal gleich ein leeres Inventar haben. So. Dann kann das hier unten rein, das da unten rein, das da unten rein. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt gesund und bis bald.